Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nicht aus meiner Thermimaus-Küche, sondern aus meiner Wohnwagen-Thermimaus-Küche. Denn wir haben es schon wieder getan. Mein Mann hat spontan ein paar Tage frei bekommen und bei dem super tollen Wetter haben wir gesagt, Wohnwagen packen und los geht's. Und jetzt sind wir wieder hier am Falkensteinsee, weil es uns hier einfach super gut gefällt. Heute wollen wir grillen, natürlich bei dem Wetter. Ich schätze mal so 25 Grad haben wir. Ja, was will man mehr? Nachher gehen wir noch schwimmen. Ich freue mich schon. Für die, die sich das übrigens gerne mal angucken wollen im Internet, Falkensteinsee liegt in Gandake See. Und wer einen Hund hat, so wie wir, der wird hier total zufrieden sein, denn die haben hier extra eine Hundewiese und einen extra See, in dem Hunde schwimmen können. Also davon sind wir total begeistert. Wir haben ja einen Labrador, unsere Josie, und die schwimmt für ihr Leben gern. Das nur da mal zu. Aber wie gesagt, wir wollen heute grillen und ich möchte gerne Fladenbrot machen und Kräuterbutter. Fladenbrot wird gebacken in unserem neuen Wohnwagenbackofen. Da bin ich schon mal gespannt. Den werden wir heute einweihen. Dann möchten wir aber heute Abend das Fladenbrot in Scheiben schneiden, auf dem Grill ein bisschen anrösten und dann die Kräuterbutter drauf. So habe ich mir das vorgestellt. Wie es wird, schauen wir mal. Also, los geht's. Wir machen erstmal das Fladenbrot. Und dazu nehmen wir, ach ja, ich habe ja übrigens den TM31 dabei. Der geht übrigens hier an. So ab und zu muss ich noch überlegen, weil ich ja meistens mit dem TM5 arbeite. Aber im Wohnwagen haben wir halt den 31er dabei. So, Thermi ist an, Waage ist da und jetzt nehmen wir erstmal 200 Gramm Wasser. Jawohl. Da kommt ein halber Würfel Hefe dazu. Deckel drauf. Dann stellen wir die Uhr auf 2 Minuten, das Ganze bei 37 Grad auf Stufe 2 verrühren. Bis gleich. So, das waren die 2 Minuten. Die Hefe hat sich aufgelöst. Jetzt kommen dazu, Waage an, 300 Gramm Mehl. Und Salz. Ich würde mal sagen, so einen Teelöffel. Wie viel ist ein Teelöffel? Ich denke, das sollte reichen. So, das war's dann auch schon. Deckel wieder drauf. Und jetzt werden wir das Ganze verkneten. Und zwar 5 Minuten. 5 Minuten Knetstufe, das ist hier beim TM31 unten rechts, die Ehre. Und los geht's. Die Brille rutscht, es ist warm. Bis gleich. So, fertig. Jetzt haben wir unseren 5 Minuten durchgekneteten Teig. Den füllen wir jetzt um in eine Schüssel. So, wenn der Rest nicht rausgeht, weil er ein bisschen klebt, in den Thermomix einsetzen, kurz auf Stufe 5, 6 und wieder zurück. Denn somit schleudert der Teig an die Mixtopfwand. Und ihr könnt dann den Rest mit dem Spatel entnehmen. So, den Teig stellen wir jetzt 30 Minuten an einen warmen Ort. Das wird wohl heute kein Problem sein. Denn ich stelle die Schüssel jetzt einfach ins Vorzelt. Da ist es nämlich verdammt warm. So viel ist es jetzt. Mal sehen, wie es in 30 Minuten aussieht. Bis gleich. So, Josie wartet schon, bis ich das Stöckchen werfe. Wackelt jetzt ein bisschen und hopp! Jawohl, super. Oh.
Und schüttel dich. Jawohl. Und jetzt geht's weiter mit Fladenbrot backen. So ist der Teig jetzt aufgegangen. Ich habe hier meine Arbeitsplatte etwas mit Mehl eingepudert. Jetzt holen wir den Teig raus, klebt etwas. Ich könnte es auch mit einem Teigschaber machen. Aber mit dem Finger geht es irgendwie immer noch am besten. So. Ich falte das jetzt ein paar Mal. Oh, die Brille rutscht. Ist verdammt warm, mein lieber Mann. So, ich denke, von der Menge machen wir 2 Stück. Ich hole mal kurz das Backblech. Dabei fällt mir ein, ich habe ja auch mein Backtrennmittel vergessen. Ich hole mal schnell Backpapier, weil das haben wir dabei. So, und weiter geht's. Ich habe schon gedacht, mein Mann kommt wieder. Der ist nämlich einkaufen fürs Grillen heute Abend. Aber der war es noch nicht. So, jetzt teilen wir den Teig mal in 2 Hälften. Da ich keinen Teigroller habe, machen wir es jetzt ohne. So, habe ich die 2... Ups! Hey, 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 hey. So sehen die beiden jetzt aus. Die lassen wir jetzt nochmal 10 Minuten gehen. Und dann sehen wir uns zum letzten, nein, vorletzten Teil. Und weiter geht's. Die sind noch ein bisschen aufgegangen, wie ihr seht. Jetzt bepinseln wir das Ganze, beziehungsweise ich habe natürlich auch den Pinsel vergessen. Aber da habe ich mir schon Gedanken gemacht, das kriegen wir auch irgendwie hin. Auf jeden Fall bepinseln wir das Ganze mit einer Mischung aus einem Ei. Ja. Oh nein. So. So sieht das übrigens aus, wenn man das mal nicht vorbereitet. Hier habe ich jetzt alles voller Eiweiß. Aber... Fürs Erste reicht's. So, also, ihr nehmt ein Ei, einen kleinen Schluck Olivenöl und ein Teelöffel Zucker. Ich habe hier keinen Teelöffel mehr, jetzt nehme ich mal den. So. Jetzt kommt der Deckel drauf und dann wird es einfach nur geschüttelt. So, und jetzt basteln wir uns mal einen Pinsel. Mit einem Zehner habe ich mir gedacht. Not macht erfinderisch. Also Zehner eintunken und damit beschmieren. Hey, das geht super! Schaut mal, wie gut das geht! Mensch, ich brauche gar keinen Pinsel zu Hause. Geht auch mit Zewa. So.
Nummer 1. Brille rutscht immer noch. Es ist immer noch sehr warm. Für diejenigen, die das jetzt ekelig finden, dass ich die Fladenbrote jetzt mit dem Zewa hier einpinsel, schaltet einfach aus. Schaltet einfach aus. Fertig ist die Kiste. Und für die, die sich denken, Mensch, coole Idee, die bleiben einfach dran. So, das hat doch wunderbar geklappt. Tada! Auf ein Fladenbrot kommt eigentlich Kümmel. Ich mag kein Kümmel, aber ich denke, Sesam funktioniert auch. Der Backofen heizt übrigens vor auf 200 Grad. Nehmen wir euch mal mit in unser Vorzelt. Und da steht auch schon der Backofen. Tada! So, Tür auf. Kommt natürlich Hitze raus, logischerweise. Mittlere Schiene. Tür zu. So, 200 Grad habe ich eingestellt. Ober-Unterhitze kann man da sehen. Und ich nehme jetzt mal erstmal 10 Minuten. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Bis gleich. Herzlich willkommen zum letzten Teil des Videos. Jetzt probiere ich die Kräuterbutter nochmal mit dem selbstgemachten Fladenbrot zusammen. Und ja, ihr wisst ja, wie das bei mir funktioniert. Sieht auf jeden Fall toll aus. Mein Mann hat es super schön gegrillt, schön kross. Mahlzeit! Die Kräuterbutter ist jetzt auch richtig schön durchgezogen und sie ähnelt unserer Lieblingskräuterbutter ja fast auf 100%. Also mein Mann sagte schon, super lecker. Die Gewürze kommen durch. Das Einzige, was ich beim nächsten Mal nicht machen würde, ich habe jetzt diese gemischten Gartenkräuter genommen. Da sind Zwiebeln mit drin, das ist nicht so mein Ding. Beim nächsten Mal würde ich, denke ich, mal wieder diese 8 Kräuter nehmen aus der Tiefkühltruhe. Aber ansonsten ist das ein super Ding. Schaut euch mal das tolle Fladenbrot an. Kommt noch mal ein bisschen näher. Mein Mann filmt mit mich gerade. Und die Kräuterbutter ist auch richtig schön gelblich vom Curry. Ja, wir verbringen hier noch ein paar schöne Tage am Falkensteinsee. Das Wetter spielt mit. Es soll schlechter werden, sagen alle. Aber mein Gott, es wird auch wieder besser. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Bis zum nächsten Mal. Ich habe ganz vergessen, ich habe doch jetzt diese neue Funktion. Oben rechts blende ich euch natürlich den Link ein. Wenn ihr jetzt das Fladenbrot-Video guckt, dann findet ihr den Link zu Kräuterbutter und umgekehrt halt genauso. So ihr Lieben, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen hoch wäre natürlich wie immer gut. Und ansonsten Kommentare, Tipps dürft ihr mir natürlich gerne auf Facebook, auf meiner Seite Terminmaus Ostfriesland zukommen lassen. Ja, das war's. Ich habe Hunger. Guten Appetit. Tschüss.